in unserer Gegend wurde auch Flachs angebaut. Das ist das Zeug. Ja. Da hinten noch. Wo die Frau ist. Das ist folgendes. Das war eine sehr aufwendige Sache, bis der verarbeitet werden konnte. Und zwar mussten die Frauen auf dem Feld, stellt euch vor, wie alle Hunde werden. Das war Frauenarbeit, das Jäten aus Unkraut heraus. Da sind Tischen und alles gewachsen. Und ein Ausspruch sagt, der gute Flachs ist dort gewachsen, wo er siebenmal das Hinterteil einer Frau gesehen hat. Sie glauben nicht. Ich selber habe das noch erlebt und Frauen das machen müssen. Und wenn der geerntet wurde, wurde der nicht gemäht, wie Gras oder so. Sie sind immer so gut und ziehen den Büschel da oben zu den Kasten raus. Und Sie sehen, da sind unten die Wurzeln noch da. Die wurden gezupft, so rausgezogen. Denn auf eine Zatte, auf der Wiese ausgebreitet, um zu trocknen, gewendet. Die machten nämlich einen Gärprozess durch. Und nur dann war es gute Ware. Und dann hat man das zu Bündeln, zu Garben, sagen wir, zusammengebunden und heimgefahren. Und im Winter, oder wenn sie Zeit hatten, wenn die Feldarbeit, ich muss mir vorstellen, musste früh jeden Tag bei das Feld, dann haben sie das bearbeitet. So ein Instrument, wie wir jetzt den Stein da haben, das konnte sich nur ein Müller leisten, der Wasserkraft hatte und diese andere. Das kann eine verschiedene Art sein, da ist jetzt so. Aber die, wo das angebaut haben, die haben die meisten eine Flachsbreche zu Hause. Die haben es in dem Weiß gemacht. Dann wurde das über die Hecheln, wie Sie da oben sehen, die Spitzen. Die hatten so Bretter und dann haben sie das rausgekämmt, dann kam das Werk raus. So, wir kennen das. Ja. Und noch feiner da oben die Spinnnähte. Das ist noch ganz feines Material. Und wie die Mutter früher Holzspanner hat, hat man Faden gesponnen, hier aufgehaspelt, da hat man noch nicht nach Meter, sondern nach Ellen gemessen. Ja? So. Und aus diesem Faden wurde gewoben, hier die Textilien. Und Sie glauben nicht, das Leinen oder vom Brennnessel, die bei uns so hoch wird, gibt ein Zuckerstoff, den müssen wir anbauen, der ist stabil. Wer verbrauchen könnte, sollte man machen. Allein jetzt, wo es so warm ist, und das synthetische Gelocke, das wäre ja weit besser in Afrika, da sind Sie froh, wenn Sie was anderes haben. Die Unterhose da oben, die stammt von Martin Rausch, der damals 39 zur Wehrmacht musste, also zum Militär, und schwer krank aus russischer Gefangenschaft zurückkam. Die habe die Hose gehabt, zuerst habe ich das nicht geglaubt, eine Nichte hat die uns gebracht von der früheren Besitzerin, und wir haben gesagt, das hängen wir auf. Eines Tages hatte ich einen Bus da aus Hamburg, mit 50 Leuten. Da machen wir immer zwei Gruppen, weil das mal allein nicht leistet. Und da war ein Mann dabei, so wie er, am bloß noch ein Kopf größer. Über 80 Jahre, hat er gefragt, wie alt er ist. Damals. Und er hat zu mir gesagt, so Anzug. Und er hat gesagt, pass auf, ich habe nichts von der Hose gesprochen. Und sagt er, die Hosen, die haben wir in Russland gehabt. Dann habe ich gesagt, mein lieber Mann, was glaubt ihr, wie die einen Ausspruch haben? Die kalte Winterbärme. Ja. Aber das ist Tatsache. Und so soll es auch bleiben. Leinen. Wenn bei uns ein Mädchen heiraten wollte, dann musste sie sich Wäsche aufweisen. Wer raffiniert war, hat vorne im Schrank eine Bieg hochgemacht, bis auf ihn und hinten nichts. Ja, aber glaubt ihr, die arme Teufel, was die schaffen müssen, bis sie so etwas Bayernland haben?
Da ist nämlich die Verwandtschaft gekommen und kontrolliert, ob die auch fähig ist. Ja, ja. So, nichts damals. Ja, heute ist wieder aber ein anderes Ding. So, das hat man da reingelegt, der reift doch nicht da drauf. Den haben wir drauf gemacht, das Staub und Gold. Der aber schon Stroh, alles drin gehabt, da kam es in die Taschen, da war auch nichts. Jetzt haben wir dieses Jahr das erste Mal einen Kunststoffreif gehabt. Ich sage Ihnen, den hat schon unterkoppelt, weil der Stein rennt nicht nur so rum, der hat etwa 4 Zentner. Darum heißt das Handreife, der hat einen gewissen Druck und reibt zugleich. Und so macht man das dann weiter. Und dann wird es ausgeheftet. Ein Müller, der dieses zusätzlich betreiben konnte, war natürlich, geben Sie mir mal bitte diesen Namen.